Hola, amigo. Amiga. Amiga. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Ah. So, was war heute an den To-Do? Nicht vergessen, unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr was sehen wollt. Daumen hoch, Daumen runter. Sagt eure Mama, euren Papa, euren Onkels, Oma, Opa. So, erstmal ganz lieben Gruß an den Herrn Budesheim für den Subhinizer, wenn wir schon dabei sind. Lieben Gruß an die Jungs von Optarize. Vielleicht soll ich das verpixeln. Sonst blutet jemandem wieder die Vagina, weil es ein komisches, illegales Drogenprodukt ist. Was haben wir hier noch? Peak. Gruß an Peak. Gruß an Rice Cream. Genau. So, das war's erstmal. So, jetzt packen wir mal die bösen Bodybuilding-Pillchen da rein, wo sie hingehen. Oh, mein Aspirin. Habe ich mein Aspirin mitgenommen? Aspirin brauchen wir auf jeden Fall. Doch, ich glaube, habe ich dabei. Ja, im Koffer drinne. Woke up to do cardio. Dann haben wir einen Spielplatz gefunden. Oh ja, shit. Das war übrigens der erste Mittelfinger, den ich heute von dir bekommen habe. Aber nicht der letzte. Nicht der letzte. Nein, und ich habe versucht, ich habe 100 Kilo Schrägbankdrücken gemacht heute. Ach, drückst du dich selber da hoch, ne? Ja. Mhm. 101 Kilo Schrägbankdrücken. Mhm. Mit deinem Eigengewicht. Ja, mit meinem Fenstergewicht. Weniger Tacos, mehr Salat, Schatz. Ich finde es geil, wenn hier so Freizeitspielplätze sind. Also hätte ich das als Kind gehabt, das wäre richtig geil gewesen. Ohne Witz, das hier wäre mein Traum gewesen als Kind. Und ich schwöre, ich bin mir ziemlich sicher, wenn sowas häufiger in Deutschland geben würde, gäbe es deutlich weniger Langeweile und weniger Kriminalität. Aber schaut mal, ist das nicht geil? Halfpipe. Auch mit den, wie heißt das, wo du mit den Rollerblades fahren kannst? Auf der Halfpipe? Genau, genau. Das ist ein Skatepark, Mann. Yeah. Voll nice. Richtig Seht ihr übrigens jetzt. Ich bin als Kind halt übelst viel Inliner gefahren. Da ist so ein Basketballfeld. Da auch noch. Und Spielplatz. Richtig nice. So, dann, wie lange haben wir Cardio gemacht eigentlich? 40 Minuten. Und das ist okay. Also wenn du es genau wissen willst, ich glaube 39 Minuten und 23 Sekunden. Aber aufgerundet sind es 40 Minuten. Du bist so ein richtiger Prep-Nazi. Yes. Darf ich das sagen als Deutscher? Ich weiß nicht. Ich sage auch immer von mir selber, dass ich ein Plan-Nazi bin. Oh, als Deutscher sollte man es vielleicht nicht sagen. Stimmt mal ab unten, schreibt mal drunter, ob man als Deutscher Nazi sagen darf. Oder wenn ihr einen coolen anderen Begriff dafür kennt, haut mal raus. Auch gut. Frühstück? Oh, ich, du hast Frühstück gekocht. Gemacht? Du hast gekocht. Ja, boah, mit einem Gasherd, ey. Ey, ich muss euch eine Story erzählen. Alter, Alter. Die Tomaten hier sind geil. Tomatik? Mhm. Gestern haben wir das erste Mal einen Gasbackofen benutzt. War schon cool. So, dann kommt die Vermieterin, also die Frau Host, kommt runter und macht uns den an und so und sagt aber ausmachen. Auf jeden Fall ausmachen, weil er kann in die Luft gehen, ihr könnt ersticken und so. Ich sehe, ja klar, logisch. So, wir benutzen den Ofen, machen unser Hähnchen und Quatsch. Habt ihr im vorherigen Video, glaube ich, gesehen, genau. Und dann sind wir so ins Bett, irgendwann, als alles fertig war. Und ich frage so, ist alles aus? Ja, ja, ist alles aus. Am nächsten Tag kommen wir hier rein, die Vermieterin total aus dem Häuschen, babbelt uns voll auf irgendwas auf Spanisch. Und dann habe ich das übersetzt und dachte so, ey, wie, der Backofen war nicht aus. Ich gucke sie an, die sagt, ja, ich habe das runtergedreht. Sag ich, ja, aber runterdrehen ist nicht aus. Das heißt, die ganze Nacht war dieser Gasbackofen an. Und ich bin heute Nacht auf Toilette gegangen, hätte ich den Lichtschalter angemacht und deswegen voller Gas gewesen, wäre die verdammte Bude in die Luft geflogen. Klick gemacht und ich dachte, das wäre aus gewesen, weil Nein. Ich gestern die spanische Einweisung leider nicht mitbekommen habe zum Ofen. Kleiner Tipp, wenn es um lebensbedrohliche Dinge geht, sollte man vielleicht, wenn man was nicht versteht, in einer anderen Sprache vielleicht nachfragen oder übersetzen. Wir haben überlebt. Ja, noch. Wir sind in Mexiko. In Mexiko sterben zwei Touristen, aber nicht an Kriminalität, sondern an Gasofen. So, halb eins nachts, erstmal einen Kaffee. Wir haben hier so richtig geile Milch, also so Mandelmilch mit 11 Kalorien auf 100 Milliliter mit Vanillegeschmack. Das ist der Shit. Hier ist alles der Shit. Hier du kannst Eiklar kaufen im Supermarkt. Ja. Die machen dir das sogar, wenn du irgendwo hingehst und was essen willst. Die wiegen dir das ab und packen dir Eiklar da rein. Im Restaurant, aber das erzählen wir später. Leider. So, dann. Frühstück? Frühstück war nice. Ich habe Video geschnitten, war nice.
Das was wir gestern gesehen haben, genau, und Fisch, Tilapia, Schatz. Erzähl mal was über deinen netten Freund Tilapia. Ehrlicherweise dazu sagen, aber ich habe ja gleich noch eine Portion, wo ich ihn probieren kann. Oh, das ist geil, so kurz zum Schlafen gehen nochmal so. Du passt immer drauf auf, dass ich immer alle meine Mahlzeiten esse. Ja. Sie ist nämlich so Team, ach komm, wir machen lieber 17 Stunden extra Cardio und lassen noch eine Mahlzeit auf. So, dann Training. Das war cool, wir waren nämlich mit Günther und Kirschl. Das ist so lustig, die heißen wirklich Günther und Kirschl. Obwohl, wie gesagt, er würde besser José heißen und finde sie, ja, so Susanna oder so. Mhm. Und ich habe mit den Beinen trainiert, das war ziemlich geil. So, getting ready for the gym. Was ist das? Deins, gell? Yes. C. Mhm. Gun, nicht vergessen. Jetzt, wo ich sie in der Hand habe, könnte ich es auch erklären. Heute ist Beine, das heißt, mit dem Ding, also da unten ist der Anknopf, drückst du drauf, geht sie an. Und dann schrubbe ich mir quasi einmal die Vorderseite komplett durch. So 4 Minuten rechts, 4 Minuten links und die Rückseite. Je nachdem, was für ein Tag ist. Heute werde ich so Priorität Vorderseite machen. Wenn Priorität Ass, also Rückseite ist, mache ich den Gluteus noch ein bisschen mit. Vor allem hier oben, ne? Dieser Teil da. Da, hier. Zeig mal, wo genau? Hier, warte, guck da. Den da oben. Darling macht heute Trainingspause, verordnet vom Coach. Du machst heute Cardio, ein bisschen Bauch, ne? Und dann geht's an den Beach. Yes. Bisschen essen, bisschen Bilder machen. Bisschen arbeiten für den Instagram und für den Pläne, für den Kundenmarsch. Und wer von euch Epic Pump mag, gehöre ich übrigens auch dazu. Noch eine kleine Extraladung. Achtung, Geheimtrick. Boom. Den Salz. 1 Gramm Salz mit rein. Nicht nur, dass da schon 8000 Milligramm Citrullin und 8000 Arginin drin ist. Nein, mit 1 Gramm Salz fährt das auch noch richtig schön ein. Alright guys, we're at the Evolve Gym right now and I told you about those guys. This one picked me up with the tux and this one, he told me to go to this gym right here because very, very good. But let's check it out. Aber die sind ja super cool. Die wollten ja alle direkt Bilder machen und super lustig. Die beiden Typen, mit denen ich gerade war, die kennen sich. Der eine war dem anderen sein Coach. Und ich wusste nicht, dass die sich kennen. Und die haben uns rein zufällig kennengelernt. Ey, das sieht schon richtig geil aus. Schaut mal. Oh yeah. So, der Kerl ist ein Open-Man's Bodybuilder, also der ist noch ein paar Kilo schwerer als ich. Das heißt, wir werden heute ein richtig geiles Training haben. Wir haben uns 5 Übungen ausgesucht, die seht ihr jetzt mal auf des Videos. Das ist einmal eine Hack Squat, eine vertikale Beinpresse. Dann haben wir als 3. Übung machen wir Lying Leg Curls. Die Nummer 4 werden Stiff Leg Deadlifts und das letzte wird Adduktoren sein. Wir machen uns jetzt mal warm, hier am sitzenden Beinbeuger. Und dann haben wir losgeknallt. Es war jetzt nicht das übertrieben kranke Workout, aber wirklich muy bien, würde man sagen. Seht ihr jetzt. Okay, what we do now is rest pause sets. We do 10 reps, dias serias. We stop for like 5 to 6 seconds, get some oxygen and breathe in, breathe out. And then we go to do 4 más. To breathe 4 más, again and again. I guess to 3 sets, 3 series.
to be honest, guys, there is one thing in bodybuilding which is just awesome. I came all the way down from Germany to Mexico. Here's a guy, he's living here. So we're 1,000 miles away from each other. We met yesterday, we became friends, we have a great fucking workout together. We have a good time together. And this is what bodybuilding is for me. And now it's getting better and better. I can travel around the globe with no problem. I can find people, they do bodybuilding, they love bodybuilding as like I do. So it's kind of becoming a big, big connection, like a clique or a kind of friendship. It's just because we have bodybuilding. That's what it's about. Pretty, pretty awesome. Wir hatten nur Cardio und haben ein bisschen Bauch gemacht, weil ich heute Rest Day hatte. Und trotzdem im Gym warst. Natürlich. Und wie viel Schritt hast du gemacht? Willst du nicht wissen. Alle. 21.000. Und danach sind wir direkt zur Fifth Avenue gefahren. Und die sind weitergefahren, ne? Die sind nach Hause gefahren und wir haben uns dann in eine Strandbar gesetzt. In eine Shisha-Bar, Alter. Wir haben eine Pfeife geraucht, die endlos teuer war. Fuck, ja, Mann! Ja. Work-Life-Balance, sagst du? Schlimmer sein, glaube ich. Schmeckt? Ohne Witz, wir haben für Essen, Pilkes hat 300 irgendwas. Mhm. Und die verdammte Pfeife hat 700 irgendwas gekostet. Also doppelt das vierfaches Frühstück quasi. Mhm. Ey, aber wir haben es nicht gewusst zu unserer Verteidigung. Wir sind schon richtige Sparfüchse. Diesmal aber nicht. Das war dumm. Das war nicht möglich. Aber dafür hatten wir einen coolen Arbeitstag. Und da waren wir essen. Und zwar haben die uns ein Restaurant empfohlen. Das hieß Green Fit. Green and Fit. So, jetzt sind wir in so einem typischen Green Fit Restaurant. Und hier ist ein Haufen Bodybuilder. Also, die sitzen hier, ist sau cool. Und ich zeige euch jetzt mal kurz die Speisekarte. Ohne Witz, sowas sollte es in Deutschland einfach auch geben. Du gehst dahin. Das ist quasi wie Subway, aber mit Salat. Ja, viel geiler. Ja, du kannst auch noch Bowls und Bagels und was drauf. Bowls, Bagels, Paninis. Zum Frühstück gibt es Pancakes, French Toast. Für mich war es schon geil, dass ich einen Salat bestellen konnte. Der war gut und der war richtig stabil. So ein riesengroßen Salat. Geil. Und danach? Da, was? Hähnchen, ne? Hattest du? Mit Hähnchen und Gemüse halt. Ich hatte auch nur einen Salat mit ein bisschen Rindfleisch. Ja, genau. Also für mich gibt es einen großen Salat und für dich gibt's alles. Auch einen Salat. Ja, plus? Und ein Panini. Und? Ein Bagel. Aber das ist gesund, weil es ist green and fit. And what is arachera? Yeah, it's beef. It's beef. Yes. And you got, really nice. This is chicken, egg and noodles. Noodles, yeah. You know what? We have a salad in Germany. It's called Nudelsalat. That's exactly the same. Nice try. Danach waren wir in der Strandbar. Ich glaube, da haben wir leider gar nicht so viel aufgenommen, aber das war wirklich schön. Zugegeben, den Nein, wir haben vorher noch eine Tasche für mich gekauft. Ah ja, genau. Und du hast genau 3 Minuten gebraucht für eine Tasche. Ich bin echt stolz auf dich. Das ist echt so ein Pluspunkt bei einer Freundin, wenn die nicht mehr als 3 Minuten für eine Handtasche braucht. Ja, das war so ein Bullshit. Ich hatte so eine einfache Tüte vom Einkaufen und dann ist mir in der Hälfte vom Tag noch dieser scheiß Henkel gerissen und diese Tasche war einfach so unbequem. Und dann sind wir aber Gott sei Dank noch in so einem Laden und ich konnte mir einen Rucksack kaufen. Ja, auf jeden Fall Strandbar. Geil. Mhm. Punkt. Sandstrand,
coole Mucke, geile Leute, gute Stimmung, keine Masken, kein komischer Virus unterwegs. Alles entspannt. Der ist ja auch im Urlaub, glaube ich. Stimmt, genau, den gibt es hier nicht. Mhm. Das böse C-Monster gibt es hier nicht. Das mag Mexiko zu sehr, deswegen ist das in Deutschland. Ganz viel, vor allem in Deutschland. Aber Fifth Avenue, Alter. Das Leben. Ohne Witz, da lebt alles. Wir haben heute Montag. Ey, da war so voll und so viel. Also, Alter, da war ein Typ, der hatte so eine Schlange dabei, die war locker 6-7 Meter lang. Mhm. So ein Kabenzmann, das Ding, Alter. So eine Boa war das, eine weiße. Ich hatte als Kind mal so eine Schlange auf dem Hals. Die war so 3 Meter lang. Die sind schon richtig schwer, die Dinger. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schön, dass ihr zuguckt. Buenas noches. Ja, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Und nicht vergessen, unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr was sehen wollt. Daumen hoch, Daumen runter. Sagt eure Mama, euren Papa, euren Onkel, Oma, Opa, wem auch immer. Und viel Spaß beim Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Kennst du den Kleinen? Dieser kleine, komische...